So, herzlich willkommen zum neuen Skyrim-Part. Ja, auch diesmal lasse ich wieder das Hallihallo weg. Und jetzt ist das gar keine mehr... Das ist jetzt keine Nebenquest mehr. Mittlerweile ist das aus den verschiedenen Orten heraus. Jetzt soll ich hier die Charlidors-Schriften finden. Die befinden sich... Aussichtspunkt? Hier, das kennen wir doch, oder? Scheinen sich hier auf irgendeinem, ja, Hügelchen, Berg, wie auch immer zu befinden. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, unsere Aufgabe ist es, für die Magiergilde und den einen Mitarbeiter da unten aus dem Keller, wie auch immer, Bücher für ihn zu suchen. Dem habe ich mich jetzt in der letzten oder im letzten Part gewidmet. Und ich denke mal, dass da eine richtig geile Belohnung auf uns warten wird. Beziehungsweise ich denke es nicht, ich hoffe es. Alles andere würde mich ziemlich traurig machen. Komm. Komm, Mensch, das kann doch nichts sein, was du hier machst. Das geht doch so gar nicht. Geht so gar nicht, meine liebe Freundin. Ach ja, ich wollte ja auch noch hier Meisterlampe, Farkas, die Halskette geben, die wir das letzte Mal gefunden haben. Ich denke mal, das mache ich jetzt ein klein wenig später. Mich interessiert jetzt erstmal, wie ich hier raufkomme. Und ich hoffe, dass es hier dementsprechend gleich irgendwo einen Weg gibt. Sieht aber nicht danach aus. Erkunden wir doch einfach einmal kurz die Karte. Beziehungsweise, da muss ich gar nicht hin. Ich kann hier auch einfach so durchgehen. Wenn ich mich nicht täusche. Und dann mache ich das doch. Gehe ich hier mal wieder einfach bergab. Immer der Nase nach, so wie es ja manchmal einfach der schnellste Weg ist. Und zum Glück ist das Skyrim ja auch relativ tolerant. Dadurch, dass es natürlich so eine Bomben-Open-World... ja, eine Open-World-Welt ist, ne? Doppelt gemoppelt. Ist natürlich der Vorteil, dass man sich da um nichts Sorgen machen braucht, dass man irgendetwas eigentlich nicht erreichen kann. Möglich ist rein theoretisch alles. Man muss sich immer nur ein bisschen geschickt anstellen. Dann sollte es eigentlich im Groben und Ganzen klappen. Ah, das ist ja jetzt gerade auch gar nicht so wichtig. Aber jetzt leckt es hier gerade ein wenig. Nein. Säbelzahntiger. Tot. War es das? Das war doch nicht der Einzige, der hier war. Ein Nord. Oh. Oh. Ist hier noch irgendetwas anderes? Nein, Falmer. So, ihr Scheißviecher. Fußschrotter. Ich nehme euch alle auseinander. Ah, ich bin verwirrt. Ah, ich bin tot. Diese verdammten Viecher, ich habe da keine Chance. Ich habe keine Chance. Was soll ich machen? Ich habe den Zauberspruch angewandt. Ich war lieb, ich wollte sie ignorieren. Ich habe sie nur, ja, leicht versüßt angesehen. Aber im Groben und Ganzen war es das doch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also mit diesem Falmer haben die mir hier wirklich ein Brett hingelegt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Die sind nicht sonderlich einfach. Aber egal, dann gehe ich halt diesmal einen anderen Weg. Folge ich halt den normalen Pfad, wie er auf der Karte verzeichnet ist. Zumindest, oder zumindest weitestgehend. Und zwar müsste ich hier unten irgendwo lang gehen können. Oder auch nicht. Bin ich denn jetzt? Mal gucken. Schon dran vorbei. Mensch, das ist aber komisch. Hier ist doch kein Weg. Das kann mir nur jeder erzählen, was er will. Probiere ich halt hochzugehen. Scheint ja auch irgendwie zu klappen. So. Ich mache immer alles viel zu umständlich. Viel zu umständlich. Aber was soll's. Nur der Wille zählt. Oh, jetzt wurde mir schon wieder bei Facebook geschrieben. Also nicht irritieren. Ich glaube, im letzten Part kam auch einmal ein Facebook-Ton zum Vorschein. Die stammen von mir. Also keine Sorge, ihr wurdet nicht angeschrieben, ihr könnt beruhigt weitergucken, blicken, wie auch immer. Und ich würde jetzt auch mal grob sagen, dass es hier oben schon ist, wo wir hin müssen. Zumindest ist hier oben auf jeden Fall irgendetwas. Und da will ich definitiv hin. Ah, sehr schön. Hab schon Angst bekommen, dass mir jetzt wieder irgendwas in die Quere läuft. Eine andere Höhle. Oder was soll das hier darstellen?
Der Ach, die Lügnerzuflucht. Also jetzt nicht, ach, dass ich sie kenne oder sie mir etwas sagt. Aber es ist doch mal, ja, scheinbar eine Zuflucht für Lügner. Jetzt ist die Frage, warum sollten sich gerade hierhin Lügner verziehen? Eine Frage, die sich hier gleich vielleicht für uns beantworten wird. Oder eben auch nicht. Vielleicht sind hier Feinde drin, vielleicht auch Freunde. Ist es natürlich immer alles sehr, sehr zwiespaltig gehalten. Und das, ja, das ist immer dieser Drang für mich, neue Höhen zu suchen. Das ist ein Fall mal. Gut, das hat sich für mich schon mehr oder weniger eigentlich geklärt. So. Drei Falmer. Das ist doch nicht deren Ernst. Boah, es leckt. Es leckt. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt? So, so und so. Und jetzt nochmal ein Heiltrank für 150. Den habe ich jetzt auch auseinandergenommen. Oh Gott, ey, das wird schwer. 50, 50. Ein Bogenschütze ist ja auch noch. Ich werde sie jetzt diesmal mit meinen Zaubersprüchen nochmal versuchen. Weil so wird das ja sonst nichts. Wie ist es? Ach, hier ist einer. Ah, so. Ah, Hilfe! Es ist so elendig. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah. Oh Gott, das gibt es doch gar nicht. Warum sind in einer Lügnerhöhle Falmer? Lügen die etwa viel? Das kann es doch nicht sein. So, so. Ah, das wird eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Das kann ich euch sagen. Vor allem habe ich einfach mal keine andere Wahl mehr, als jetzt meinen letzten Magietrank zu nehmen. Und zu hoffen, dass ich hier jetzt irgendwie eine Chance habe. Oh. Oh Gott, stirb doch! Sehr schön. Oh. Jetzt ja du nur noch ein einziges Mal. Und... Ah, Mensch, das hat hier meine ganzen Kräfte gekostet. Das sind Viecher. Also mit denen ist echt nicht zu spaßen. Und wie, hier ist gleich eine tolle Belohnung. Vor allem, die haben nicht mal so gute Waffen oder so irgendetwas. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt so gut sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein Bandit, der hat hier schon... eher was verloren als die anderen, sage ich mal. Noch ein Fall mal. Da hinten scheint irgendjemand zu sein. Ich dachte gerade schon, Farkas redet, aber die Stimme war dann doch ein wenig fremd. Was war er? Was ist der Banditen Raufbold, Mensch. Einer sogar noch von den ganz fiesen. Ich werde jetzt mal speichern. Bin froh, dass ich das hier gerade irgendwie geschafft habe. Gehe ich hier erstmal links entlang gucken, wie es hier aussieht. Oh, weh, hier warten gleich auch noch irgendwelche Viecher auf mich. Dann drehe ich hier noch komplett durch. Na, ist das aber eine Überraschung. Oh Gott. Oh, top. Och, komm. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? So, eine Menge auf dem Kasten, pass mal auf. Zack! Ganz einfach. Einmal das Schwert ausgepackt und dann zeigen wir, oder zeige ich euch hier einmal, wer der Boss ist. Ein Elfen-Zweihänder, nee, leider nichts für mich. Eine Truhe. 54 Gold ist jetzt natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich meine, warum sollte man nicht auch mal das Eigelb mitnehmen? Eiweiß. Eigelb, Mensch. Doppelt gemoppelt. War jetzt nicht so sonderlich klug ausgedrückt. Und hier sind auch wieder Banditen. Also sagen wir es mal so, ich würde jetzt mal grob behaupten, dass es hier heiß herging. Also nett sieht es definitiv nicht aus.
vertraut auch nicht. Und ich würde einfach mal im Groben Ganzen behaupten, dass das für die jetzt einfach nicht so einfach war. Aber was soll man machen? Man kann scheinbar nicht alles haben. Silver Battle Axe? Nee, muss nicht sein. Elfen Zweihänder. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Dieses Rumgequieke, Quietsche, whatever. Hier scheint auch niemand mehr zu sein. Ein paar Stiefel, aber grob im Ganzen jetzt auch nichts Tolles. Truhe. Ah, geht sie auf? Nee, leider nicht. Mistkiste. Passt sogar diesmal ziemlich gut, weil es ja nun mal wirklich leider eine Kiste ist, die ich nicht aufbekomme. Komm. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heiltrank. Hier geht's weiter. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Dann ist die Frage, wo kommt man hier? Ach, hier. Okay. Bandit. Sie hat ja scheinbar alle bedient in der... Ja, Lügner-Zuflucht. Oh, ich bin gerade auch noch verschluckt. Oh Gott, tut mir leid. Farkas, kommst du mal bitte weg? Farkas, kommst du hier mal bitte weg? Danke. Dann gehen wir jetzt immer weiter der Nase nach. Wie eigentlich so gut wie immer. Was ist jetzt passiert? Schon wieder irgendwelche komischen Geräusche lauschen mir hier ins Ohr. Nein, ich ahne Schlimmes. Ich ahne, kommt... Ah, eine Spinne runter. Oh, nee, da wird mir wieder schon wieder richtig eklig. Oh. Geh mal... Boah, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Also mit Spinnen einfach nur nein. Kann ich da irgendwie reinschießen? Nee, ändert nichts dran. Boah, ich ahne Schlimmes. Hier kommt gleich irgendwo irgendwas rausgekrochen. Ich merke es schon. Nehmt das Geld. Lasst uns einfach gehen. Okay. Also hier scheint es irgendwo weiter zu gehen. Da bin ich gleich mal gespannt, wo oder wie vor allem. So, eine Lehrlingstruhe haben wir nun auch mal aufgemacht. Den Iron Scimitar brauchen wir nicht. Hier unten geht's weiter. Sehr schön. Gut, dann ist uns auch erstmal nur vorübergehend eine Spinne über den Weg gelaufen. Ist für mich rein theoretisch schon mehr als genug, aber... Naja. Was nicht geht, geht eben nicht. Und... Eins... Den haben wir nun weggehauen. Jetzt höre ich hier auch schon wieder irgendwelche komischen... Geräusche. Also irgendwas malt hier. Oder wird gemahlen. Speichern. Nee, macht er nicht. Warum? Warum greifen die mich jetzt an? Ich habe dir nichts getan. Können die mir noch nicht antun. Immer diese blöden Banditen, ey. Aber mein Fußruder nimmt sie alle auseinander. Alles andere wäre natürlich auch mehr oder weniger Quatsch. Das Gefühl, hier ist irgendwie Gift oder keine gute Luft in, ja, der Luft. Das haben wir jetzt schon mal geschlossen. Gold, so. Einmal kurz die Zeit abchecken. 14 Minuten schon wieder. Boah, die Zeit verfliegt hier. Wie im Flug. Mensch, da sind heute ja Wortspiele dabei. Das ist ja schon echt nicht von schlechten Eltern. So, und jetzt muss ich hier mein Allerbestes geben. Und einfach nur auf ihn raufkloppen. Weil sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Eins. So. Kein Seelenstein ist groß genug. Nein, brauche ich auch gar nicht. Ich denke mal, ich habe jetzt im Moment mittlerweile genug Seelensteine.
10 Millionen Viecher. Warum kommt der denn jetzt hierher? Nein, fuckers. Ich habe immer noch absolut nichts, was mir irgendwie hier gegen die Falma hilft. Die machen einen Schaden. Brachial. Ich verstehe das nicht. Und zack, den habe ich jetzt das Handwerk gezeigt. Hüpf, 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 hüpf. Nein, sag nicht, Farkas ist tot. Warum ist Farkas gestorben? Ja gut, dann werde ich jetzt den Part einfach mal beenden. Jetzt ist Farkas ja leider eh gestorben. Lade ich ihn schon mal nach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Skyrim ruft nach euch. Bis zum nächsten Mal.